Dies schlug sich auch auf die materielle Ausstattung nieder, dieses Haus eingerichtet war. Wir haben ein Foto, das uns ein ehemaliger Diakonenschüler zur Verfügung gestellt hat, auch in unserem Buch, also wo die Ärmlichkeit der Ausstattung zu sehen ist. Die materielle Ausstattung eingeschränkt, aber auch die Frage der nach Personal, die Anzahl des Personals und auch die berufliche Qualifikation des Personals. Ich habe die Königsberger Diakonissen erwähnt. Das waren Frauen, die ab 1947 die Verantwortung für die Kinder in Johanna-Helenheim trugen, die aber in mehrfacher Hinsicht nicht für die Pflege und für die Erziehung dieser körperbehinderten Kinder geeignet waren, aus verschiedenen Gründen. Zum einen waren diese Frauen als Krankenschwestern ausgebildet. Sie besaßen keine pädagogische, geschweige denn eine heilpädagogische Ausbildung. Zweitens, sie kamen im Alter von über 40 Jahren ins Johanna-Helenheim, vorher schon verbraucht durch andere Arbeiten. Sie waren auch einfach zu wenige, wurden nur in seltenen Fällen von anderen Kräften unterstützt. Und drittens, wo wir denken, dass das eigentlich das entscheidende Moment gewesen ist, diese Königsberger Diakonissen waren selbst schwer traumatisiert. Sie haben Krieg erlebt, Flucht, Vertreibung. Zwei Schwestern, die wir in Johanna-Helenheim gearbeitet haben, haben jahrelang in Kriegsgefangenschaft gelebt und kamen also direkt aus der Kriegsgefangenschaft hier in das Haus. Traumatisiert, emotional erstarrt waren diese Schwestern nicht in der Lage, den Kindern geduldig zu begegnen, einfühlsam, liebevoll oder vielleicht sogar mütterlich. Im Gegenteil, die Schwestern reagierten auf jede Störung des alltäglichen Betriebsablaufs ungeduldig, gereizt und aggressiv. Und man kann sagen, dass körperliche und seelische Gewalt zum täglichen Erziehungsalltag, der Praxis der Schwestern gehörte. Und auch im Hinblick auf die Lehrkräfte der Schulstationen, die sich nachweisen, dass die Zahl der Lehrerinnen, die dort eingesetzt waren, unzureichend war. Und dass auch diese Lehrerinnen nicht adäquat mit den Kindern umgegangen sind, dass auch dort körperliche Gewalt, seelische Gewalt an der Tagesordnung war, wobei man sagen muss, es gab Unterschiede zwischen den Lehrerinnen. Es gab eine Lehrerin, die, um das auch mal das Spektrum aufzumachen, es gab eine Lehrerin, die nicht zuschlug, eine andere, die zuschlug im Rahmen dessen, was damals üblich, aber schon in Schulen üblich, aber schon längst nicht mehr erlaubt war, und eben eine selber schwer körperbehinderte Lehrerin, von der man sagen muss, dass sie die körperliche Gewalt in einem exzessiven Maß angewendet hat. Die Ärzte der Vollmersteiner Anstalten betrachteten so unsere Rekonstruktion, die Anstalt, das Johanna-Helenheim, mehr oder weniger als eine Art lästigen Appendix. Das eigentliche Arbeitsgebiet lag in der Klinik, in den Lehrlingsheimen und in den Werkstätten. Das ärztliche Handeln im Johanna-Helenheim konzentrierte sich auf die Anpassung der Orthesen und auf eine, wie wir rekonstruiert haben, eine allgemeinmedizinische Versorgung, die eher zu wünschen übrig gelassen hat. Die Vorsteher, beziehungsweise sind halt nacheinander gefolgt, der jeweilige Vorsteher kümmerte sich nicht um die Kinder im Johanna-Helenheim, was umso bemerkenswerter ist, weil das Vorsteherbüro sich direkt neben den Speisesälen und auch den Schulräumen der Kinder befand. So war also das Johanna-Helenheim in den Jahren von 1947 bis 1967 also mehr als in einer Hinsicht ein vergessenes Haus. Und für die Menschen, für die Kinder, die dort ihre Schulzeit, ihre Jugend verbringen mussten, hatte das tragische Konsequenzen. Man kann sagen, dass der Lebensraum der Kinder in Johanna-Helenheim sehr eingeengt war. Dankenswerterweise hat die freie Arbeitsgruppe vielstündige Arbeit Pläne rekonstruiert. Wir haben in unserem Buch Grundrisse aller Stationen, aller Etagen aufgenommen. Wenn Sie das Buch durchblättern, dann sehen Sie den geringen Raum der Kinder, wie eng die Betten standen und anderes mehr. Die Kinder im Johanna-Helenheim kamen kaum mit anderen Menschen in Verbindung, durften auch das Anstaltsgelände nicht verlassen. Man kann also sagen, dass die Situation für die Kinder im Johanna-Helenheim eine ständige Situation extremer sozialer und emotionaler Deprivation gewesen ist. Die Bezugspersonen, die wenigen Bezugspersonen der Kinder, Schwestern, Helferinnen, Lehrerinnen und Ärzten,
Ärzte hatten eine nahezu unbeschränkte Verfügungsgewalt über die Kinder. Dabei muss man einschränkend sagen, dass so wie uns das geschildert wurde, dass insbesondere die Diakonenschüler, aber auch die diakonische Helferin wirkliche Lichtblicke im Alltag der Kinder dargestellt haben. Was das natürlich nicht ausgleichen konnte, was sonst in diesem Alltag, der dominiert wurde, von einem Gefühl der Angst und der Unsicherheit und auch der Gewalt aufbrach. Wir haben verschiedene Formen, Herr Dickneiter anfangs gesagt, verschiedene Formen körperlicher und seelischer Gewalt nachweisen können. Schläge, Zwangsfütterung, Einschüchterung, das schwarze Kleid, das Einsperren, Demütigung, Erniedrigung, häufig auch in sexualisierter Form. Das haben wir zweifelsfrei nachweisen können. Und auch wenn extreme Formen der Gewalt nicht ständig vorkamen, waren sie doch in den Köpfen der Kinder stets präsent und formten den Heimalltag. Unsere Analyse hat gezeigt, dass nicht alle Kinder gleichermaßen von der von mir eben skizzierten Gewalt betroffen waren. Kinder, die aus einem geordneten, vielleicht sogar wohlhabenden Elternhaus kamen, Kinder, die eine enge Bindung zu den Eltern hatten, wo die Eltern sonntags kamen, die Kinder abgeholt haben, sich bemüht haben, Kinder, die in der Lage waren, pflegerische Hilfsdienste zu leisten, Kinder, die ruhig und angepasst waren, die gut in der Schule waren, genossen einen gewissen Schutz. Kinder jedoch aus einfacheren Verhältnissen, Kinder, wo sich die Eltern nicht kümmern konnten, laute, lebhafte Kinder, Kinder, die sich einlässten, Kinder, die trotzten, gerieten in den Fokus der Gewalt der Schwestern, der Lehrerinnen und dem restlichen Personal, zum Teil auch der Schülerinnen und Schüler, die angestiftet worden sind, Gewalt an ihren Kameraden auszuüben. Am untersten Ende standen die sogenannten Sozialwaisen, also Kinder, die keine Eltern mehr hatten, auch Kinder von Eltern, die das Sorgerecht entzogen bekommen haben. Und diese Kinder waren das regelmäßige Opfer von körperlicher und seelischer.